Ich bin Alma und als Gast bei der Produktion von Mario und Pierre dabei. Zuletzt habe ich bei Corpus getanzt, das war eine Kompanie in Kopenhagen am Königlichen Theater dort. Und mit Bobby habe ich schon mehrfach zusammengearbeitet. Von Haus aus bin ich eigentlich Tänzerin, habe aber schon immer gesungen. Und in dieser Produktion haben wir uns darauf verständigt, dass ich mich besonders viel um die Musik kümmere oder sie jedenfalls viel singe. Die Komponistin Celeste hat dafür extra mehrere Songs geschrieben, so von französischem Chanson über was ich mehr als so kammermusikartig einordnen würde. Für mich ist dieses Spannungsfeld total interessant, wo Tanz und wo Musik ineinander übergehen oder sich einander bedingen. Und da sehe ich auch meine Rolle von extrem extravertiert in Amourette. Das ist ein französisches Chanson, wo sie so, wow, so über sich selbst eigentlich, auch mit viel Humor, so über sich selbst hinaus wächst. Und das andere ist eher introvertiert und hat für mich eine Vertikalität in der Musik, also wo die Stimme auch in die Höhen gibt, also ganz praktisch in einem Register ziemlich hoch geht, aber irgendwie auch eine andere Form von Reinheit. Auf dem Weg dahin spielt Loslassen eine große Rolle und Zulassen. Also zulassen, da zu sein, wo man gerade ist und die Größe des Projekts zwar anzunehmen, also Sinfonieorchester, große Bühne, 16 Vorstellungen und dass sich da Ambition und Spaß irgendwie eine Balance halten, weil ich glaube, dass darin dann auch die Atmosphäre besteht, die sich zum Publikum überträgt. Und die möchte ich ja eigentlich einfangen.